Ja, das ist hier das Kraftwerk Kopenhagen und wie man sieht, auch architektonisch wirklich nett gemacht. Das ist hier so eine Besucherplattform. Man muss es natürlich wissen, hier sind so gut wie keine Gäste. Eigentlich sind hier keine Gäste, nur zwei und das sind wir. Ja, hier wird aus Abwasser von Kopenhagen. Das wird hier gesammelt. Kann man mal so ein bisschen einen Blick reinwerfen. Und natürlich werden die Faulgase herausgezogen und auch der Energiezuführung oder der Energiegewinnung zugeführt. Ja, hier ist das Turbinenhaus. Man könnte es jetzt alles lesen. Auf jeden Fall ist die Leistung 170 Megawatt. Ein Blick, soweit es die verspiegelten Scheiben zulassen. Und es geht höher. Anscheinend der Hafen. Ist der Hafen? Es geht höher auf das Kraftwerksgelände. Wir oben auf der Aussichtsplattform vom Kraftwerk mit einem sehr schönen Blick, grandiosen Blick über Kopenhagen. Kraftwerksschornstein und die Dächer sind alle entsprechend mit ja, Kurzbewuchsmoosen belegt. Der Ferne die Brücke, die Öresundbrücke sehen, die nach Schweden läuft. Nur auf Offshore-Windanlage, wirklich in direkter Nähe. Hier ist ein wenig Vegetation noch aufs Dach gekommen, um einfach auch den Besuchern eben den grünen Aspekt mitzuteilen. Das Ganze, man glaubt es kaum, ist kostenlos. Man kann sich hier entsprechend informieren über regenerative und auch vor allen Dingen innovative Energiegewinnung. Drüben links neben dem Schornstein ist ein Kreuzfahrer, mein Schiff. Ja, das ist noch die andere Welt. Ich hoffe, dass die auch schon mit LPG oder demnächst mal umrüsten mit der Verpestung etwas aufhören. So, jetzt brauchen wir noch ein schönes Foto von hier.